Kieferhöhlensanierung. Für die Sanierung der Kieferhöhle gibt es zwei grobe oder große Zugänge, einmal über die Nase und einmal über einen Knochendeckel. Die Operationstechnik nennt man nach Lindorf. Beide Operationstechniken werde ich dann im Anschluss anhand von kleinen OP-Videos zeigen. Wer kein Blut sehen will, sollte dann nach dieser allgemeinen Einführung am besten abdrehen. Wann oder wieso wird die Kieferhöhle saniert? Die Kieferhöhle kann aufgrund verschiedener Ursachen erkranken. Das können sein chronische Infektionen, die zu einer Verdickung der Schleimhaut führen, sodass dann der Belüftungsmechanismus der Kieferhöhle gestört ist. Das können sein Fremdkörper, die in der Kieferhöhle zu liegen kommen, zum Beispiel im Zuge von Wurzelbehandlungen, die geborgen werden müssen. Das kann sein Pilzbefall, das können sein verlagerte Weisheitszähne oder aber bei Weisheitszahnoperationen in die Kieferhöhle abgerutschte Weisheitszähne. All das kann also einen Kieferhöhleneingriff erfordern und dazu gibt es also zwei Techniken. Die Knochendeckelmethode nach Lindorf, da wird einfach im vorderen Bereich, also in diesem Bereich hier, ein Knochenfenster angelegt in der Kieferhöhle. Der Knochendeckel wird dann in einer Kochsalzlösung gelagert und die Kieferhöhle also ausgeräumt und dann der Knochendeckel wieder reponiert. Diesen Zugang wählt man, wenn man eine gute Übersicht benötigt, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper so zu liegen kommt, dass es über die Nase nicht oder nur schwer möglich wäre, ihn zu bergen. Der Eingriff über die Nase, das ist eigentlich der Eingriff, den man primär wählt, weil dadurch meistens der Ventilation oder die Belüftung der Kieferhöhle zusätzlich verbessert wird. Den zeige ich dann im Anschluss. Die speziellen Operationsrisiken, weil ich meine allgemeine Operationsrisiken, das ist von leichter Übelkeit bis zum nicht mehr aufwachen bei der Narkose. Ich beschränke mich hier jetzt auf die speziellen Risiken. Bei der Knochendeckelmethode nach Lindorf ist das größte Risiko, dass es zu Vernarbungen kommt und Schmerzen im Gesichtsbereich, vor allem wenn der Knochendeckel nicht ordentlich reponiert werden kann. Verletzung der Zahnwurzeln, beim Knochendeckel schneiden, dass man den distalen Schnitt zu tief ansetzt und vor allem den Dreier dann Wurzelspitzen resiziert. Weitere Risiken wären dann natürlich Infektionen im Zuge der Operation. Bei der Nasenoperation können Ventilationsprobleme auftreten, ein Pfeifgeräusche beim Atmen können auftreten und auch wiederum Narbenzüge. Das sind so die häufigsten Komplikationen. Zum Glück sind aber diese Komplikationen bei einer sorgfältigen Planung und bei einer sauberen Durchführung zu vernachlässigen. Vom Verlauf her ist es wichtig, bei der Knochendeckelmethode den Patienten mindestens einen Tag vorher antibiotisch abzuschirmen, sodass der Knochendeckel ordentlich mit Antibiotika vollgepumpt ist. Üblicherweise reicht dann zwei Tage nach der Operation noch eine antibiotische Abschirmung und das ist es. So, hier sieht man jetzt ein Röntgenbild von einer Patientin, wo es zu einer Verlagerung des Weisheitszahnes kam und im Anschluss dann also Bergung über Lindorf. Man erkennt hier den Weisheitszahn, die Patientin hatte Schmerzen und es wurde also entschieden, dass man den oberen und den unteren in Vollnarkose entfernt. So, das ist jetzt die Situation nach der Weisheitszahnentfernung in Vollnarkose und man sieht also hier den unteren, der wurde entfernt, es wurde ein Iodoformstreifen eingelegt und der obere Weisheitszahn hier in diesem Bereich ist also in die Kieferhöhle abgerutscht und deswegen musste also dann dieser verlagerte Weisheitszahn über die Knochendeckelmethode nach Lindorf aus der Kieferhöhle geborgen werden und ich zeige jetzt dieses Video. Wer kein Blut sehen möchte, dreht am besten ab. So, hier sieht man nun, wie mit dem Kauter vom hinteren Backenzahn bis nach vorne zum Einser bei der mukogingivalen Grenze der erste Schnitt gemacht wird und dann wird also mit Raspatorium
ein Mukopereostlappen gebildet. Man sieht also schön den Knochen. Den ersten Schnitt legt man bei der Verlängerung des Jochbeins und da macht man meistens Probebohrungen, um zu sehen, wie tief ist der Knochen, weil man sollte das Ganze ordentlich anschrägen. Der zweite Schnitt hier, distal vom Dreier, also man schaut, wo geht die Alveole des Dreiers, die Wurzelspitze, und legt also den zweiten Schnitt und dann eben noch die zwei Verbindungen wieder stark abgeschrägt, sodass der Knochendeckel dann leicht reponiert werden kann. So, jetzt der letzte Schnitt erfolgt dann, ist der kranialste, und nun wird also der Knochendeckel vorsichtig gehoben und in ein Gefäß mit Kochsalzlösung gelagert. Jetzt ist die Kieferhöhle eröffnet und der verlagerte Weisheitszahn kann dann mit zum Beispiel mit Sauger geborgen werden. Hier sieht man das mit dem Sauger. Wenn er verkeilt oder verklemmt ist, hilft manchmal Spülen. So, da ist er, und jetzt ist also der verlagerte Weisheitszahn geborgen. Nun wird der Knochendeckel wieder reponiert, üblicherweise mit ein oder zwei Nähten fixiert. In diesem Fall wird mesial und distal fixiert und das Ganze dann wieder vernäht. Und hier sieht man nun die Situation nach der Operation, also nach der Bergung, nach der Knochendeckelmethode nach Lindorf. Man erkennt hier, also der Weisheitszahn ist geborgen, die Wurzelspitzen wurden nicht tangiert. Hier sieht man nun den Zugang über die Nase. Dazu braucht man also spezielle Instrumente. Hier wird also ein kleines Knochenfenster in der Nasenmuschel zur Kieferhöhle angelegt mit so einer speziellen Beißzange, und dann wiederum mit einem speziellen Instrument wird also die Kieferhöhle gereinigt. Hier, das war gerade ein Polyp. Man sieht hier noch einmal schön am weißen Tupfer den Polyp. Das heißt, der Unterschied zur Lindorf-Methode: bei dieser Methode arbeitet man nicht über den Mund, sondern eben über die Nase. Beide Techniken erfolgen in Vollnarkose.